Herzlich willkommen zur Regelungstechnik-Playlist von StudyLab TV. Bevor wir jetzt anfangen, in die Grundlagen einzusteigen und so ein paar Begriffe einzuführen, möchte ich nochmal so ein bisschen was darüber sagen, was wir schon in der Mechatronik-Playlist gemacht haben. Das ist insofern wichtig, als dass es bestimmte Dinge gibt, die wir dort erklärt haben und hier nicht nochmal erklären. Damit man also weiß, was man alles schon gehört haben sollte, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, worum es in Mechatronik denn so ging. Also, was haben wir bisher gemacht? In der Mechatronik-Playlist ging es um die Beschreibung von mechatronischen Systemen. Wohlgemerkt um die Beschreibung. Also Beschreibung von mechatronischen Systemen. Mechatronisch heißt entweder mechanisch und oder elektrisch und hydraulische Teilsysteme. Und wie genau haben wir das dann gemacht? Also, man kriegt ja am Anfang irgendwie ein physikalisches System vor die Füße geschmissen und wir hatten damit angefangen, das über eine beschreibende Differentialgleichung abzubilden. Diese Differentialgleichung, die haben wir analytisch gelöst mit Hilfe der Laplace-Transformation und haben dann rund um die Laplace-Transformation einige Methoden kennengelernt, um diese Differentialgleichungen eben zu lösen. Stichwort Partialbruchzerlegung zum Beispiel. Und auch Rücktransformation. Das schreibe ich mal hier noch gerade daneben. Also Partialbruchzerlegung ist ein Verfahren, um dann eine Rücktransformation entsprechend so einer Korrespondenzentabelle durchführen zu können. Das ist also alles schon klar. Was wir dann noch gemacht haben, ist, um dann wirklich in das beschreibende, über in die Beschreibung von so einem mechatronischen System einzusteigen, haben wir sogenannte Übertragungsfunktionen aufgestellt. Das heißt also im Bildbereich für ein gegebenes physikalisches System einen Zusammenhang von Ein- und Ausgang dargestellt und das nennt man eben Übertragungsfunktion. Und rund um diese Übertragungsfunktion haben wir uns mit so ein paar Dingen beschäftigt. Zum Beispiel haben wir mechatronische Systeme als Blockschaltbilder abgebildet. Wir haben den Frequenzgang bzw. das Bode-Diagramm kennengelernt. Also alles Dinge, die man kennen sollte, bevor man sich hier ein bisschen weiter reinguckt. Wir haben mechatronische Systeme in Standardglieder unterteilt. Und diese Standardglieder haben dann eben auch charakteristische Bode-Diagramme. Das heißt, das gehört dann auch nochmal so zusammen. Und wir haben auch uns über die Sprungantwort Gedanken gemacht. Das heißt, allgemein darüber, wie man eigentlich die Antwort eines Systems bei einer bestimmten Anregung mithilfe der Übertragungsfunktion bestimmen kann. Okay, das heißt, wenn man das ganz plakativ in einem Bildchen zusammenfassen wollte, könnte man sagen, wir haben ein System beschrieben, ein mechatronisches System eben. Und was wir da immer gemacht haben, ist, wenn wir das System beschrieben haben, konnten wir sagen, wenn irgendein gegebener Eingang U von T aufgeschaltet wird, dann kommt irgendein Ausgang Y von T raus. Was ist jetzt im Rahmen der Regelungstechnik neu? Also bisher ging es um die Beschreibung des Zusammenhangs von Eingang zu Ausgang über das Systemverhalten. Was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Der Ausgang des Systems soll in Abhängigkeit, und jetzt kommt die neue Erkenntnis, in Abhängigkeit des Eingangs sowie von Störgrößen gesteuert oder geregelt werden. Okay, da stecken jetzt ein paar neue Wörter drin, die markiere ich mal einmal. Was ist jetzt neu? Na, gelb sieht man immer blöd. Also, was ist jetzt neu? Was wir neu machen wollen, ist in Abhängigkeit des Eingangs sowie von Störgrößen, was das ist, klären wir noch, wollen wir einen bestimmten Ausgang steuern bzw. regeln. Das heißt, was man jetzt tun kann, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man dieses grundlegende Bild
aus der Mechatronik jetzt erweitert, um in die Regelungstechnik vorzustoßen. Und das machen wir mal in einem ersten Schritt folgendermaßen. Wir malen nochmal das auf, was wir bisher aus der Mechatronik schon können. Das bedeutet also, es gibt irgendein System, das betrachtet wird. Das nennen wir jetzt hier mal Strecke. Also, das bedeutet jetzt hier, die Strecke ist das System, das betrachtet wird. Genauso wie wir das in der Mechatronik schon getan haben. Wie funktionierte das dann? Auf die Strecke wird irgendein Eingang aufgeschaltet. Dann passiert irgendwas und am Ende kommt dabei ein Ausgang raus. Was jetzt schon das erste ist, was neu ist, dass wir hier in Abhängigkeit von einem Eingang, den haben wir schon drin, und einer Störgröße den Ausgang einstellen wollen. Das heißt, es kommt jetzt hier neu dazu mit dem Formelzeichen Z von T die sogenannte Störgröße. Neuer Begriff. Jetzt stellen wir uns mal im einfachsten Fall Folgendes vor. Es gibt irgendeinen Holzklotz und dieser Holzklotz, der soll über eine Holzplatte geschoben werden und dabei ein bestimmtes Bewegungsprofil abfahren. Also zum Beispiel in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke abfahren oder eine gewisse Geschwindigkeit halten, irgendwie sowas. Man kann sich's, glaube ich, vorstellen. Was man dann braucht, ist ja Folgendes. Dieser Holzklotz muss in irgendeiner Form mit einer Kraft F angetrieben werden. Dann wirkt eine Reibung, die wir vielleicht gar nicht so genau quantifizieren können. Das heißt, das ist eine Störgröße, die dann meinen Ausgang Y, also die Bewegung dieses Holzklotz, beeinträchtigt. Was muss ich denn tun, damit ich die Kraft irgendwie an den Holzklotz kriege? Ich brauche eine sogenannte Stelleinrichtung. Die Stelleinrichtung ist also derjenige Teil dieser Situation hier, der den Eingang bereitstellt, der dann auf das System wirkt. Und diese Stelleinrichtung, die muss ja in irgendeiner Form, das wäre jetzt im einfachsten Fall vielleicht einfach eine Hand, die diesen Holzklotz schiebt, die muss wiederum geführt werden. Also irgendwie muss ein Auge in Kombination mit einem Gehirn vielleicht mal beobachten, was so mit dem Holzklotz passiert. Wenn gar nichts passiert, ein bisschen doller drücken und so weiter. Und dafür brauche ich also etwas, das meine Hand führt, eine sogenannte Führungsgröße. Die bekommt bei uns das Formelzeichen W von T. Was ist denn jetzt die Voraussetzung dafür, dass diese Geschichte funktioniert? Also, ich gebe in irgendeiner Form über eine Führungsgröße ein Signal an eine Stellanrichtung, zum Beispiel an meine Hand. Die Hand schaltet eine Kraft F auf mein System, also den Holzklotz, auf. Zwischen Holzklotz und dem Holztisch wirkt eine Reibung, die ich vielleicht nicht genau quantifizieren kann. Und infolgedessen bewegt sich jetzt der Ausgang Y, bewegt sich das System, das ist dann der Ausgang Y von T. Diese ganze Geschichte hier, die funktioniert ja nur dann gut, wenn ich jetzt genau sagen kann, wie meine Störgröße wirkt. Denn ich habe keine Möglichkeit in dieser Darstellung hier über meine Führungsgröße eine Änderung in Abhängigkeit des Ausgangs vorzunehmen. Ich sehe ja nur, ich gucke, drücke und dann schiebe ich den Holzklotz irgendwie hin und her. Ich habe aber keine Möglichkeit, das Ganze jetzt hier zurückzuschalten und in irgendeiner Form zu beeinflussen, wenn der Ausgang nicht genauso ist, wie ich das haben möchte. Die Voraussetzung dafür, dass diese Konstruktion also so funktioniert, ist, dass ich schon genau weiß, wie meine Störgröße hier noch drauf einwirkt, sodass ich also genau sagen kann, um diesen Einfluss zu kompensieren und den Output zu erzeugen, muss ich einen gewissen Eingang schon stellen. Und das kann ich nur, wenn ich genau weiß, wie diese Störgröße hier einwirkt. Dementsprechend kann man jetzt hier an dieser Stelle sagen, die Störgröße ist bekannt. Ist bekannt. Es wird keine Kontrolle des Ausgangs vorgenommen, weil man eben davon ausgeht, dass man durch die bekannte Störgröße von vornherein den Eingang richtig einstellt. Diese ganze Situation, die wir hier sehen, nennt man dann Steuerung. Das ist dann eine Steuerung.
Jetzt fasse ich nochmal gerade zusammen, was ich gesagt habe, und dann schauen wir uns an, was denn dann jetzt eine Regelung ist. Also, wir kommen eigentlich aus der Mechatronik. In der Mechatronik-Playlist haben wir uns angeschaut, wie man mechatronische Systeme beschreibt. Ich hatte nochmal ein paar Begriffe genannt, wie wir das strukturiert hatten. Wir haben irgendwelche Systeme mit Differentialgleichung geschrieben, die Differentialgleichung transformiert und dann gelöst. Wir kamen zu Übertragungsfunktionen, die man unterschiedlich visualisieren kann, um das Systemverhalten zu beschreiben. Man kann sie in unterschiedliche Standardglieder zerbröseln, man kann Systemantworten bestimmen. Also wir haben einige Werkzeuge kennengelernt, um mechatronische Systeme zu beschreiben. Das Kernbild dabei war, es gibt ein System, dem wird ein Eingang aufgeschaltet und wir wollen rauskriegen, was dann für ein Ausgang rauskommt. Neu in der Regelungstechnik ist dann jetzt, dass wir eben diesen Ausgang in Abhängigkeit des Eingangs, den wir aufschalten, und gegebenenfalls unbekannter Störgrößen ganz bewusst einstellen wollen. Dabei haben wir jetzt die erste Möglichkeit kennengelernt, wie man diesen Eingang aus, wie man den Ausgang einstellen kann. Und zwar, wenn die Stellgröße bekannt ist, dann kann ich über eine Führungsgröße meine Stelleinrichtung so konfigurieren, dass sie genau den Eingang ausschaltet, der im Wechselspiel mit dieser bekannten Störgröße genau den Ausgang erzeugt in meiner Strecke, den ich haben möchte. Das ist also die Steuerung. Was dann im nächsten Schritt als zweites Neues dazukommt, ist die Regelung. Und das schauen wir uns im nächsten Video an.